Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews. Diesmal dabei habe ich Secret Wars Heft 7 und Star Wars Heft 9 mit einem richtig coolen Cover. Das hier wäre das Kiosk-Variant gewesen, das ist das Comic Shop-Variant. Und ich habe jetzt irgendwie im letzten Monat kein Star Wars Comic gelesen, deswegen waren diesen Monat dann auch direkt zwei Hefte dabei. Und ich hatte die Serie jetzt gar nicht mehr so auf dem Radar als gute Serie. Ich wusste, dass die letzten Hefte mir gut gefallen haben, hatte es aber trotzdem nicht mehr so auf den Schirm gehabt, dadurch, dass ich das schon einen Monat nicht mehr gelesen hatte und wurde jetzt wieder eines Besseren belehrt, wie fett diese Serie eigentlich ist. Es fängt alles damit an, dass Luke Skywalker immer noch gefangen ist von einem dieser Hutten, der ihn als Jedi enttarnt hat, weil er dieses Laserschwert dabei hat und ihn direkt in den Kampf in die Arena schickt gegen so ein riesiges Monsterviech, wo er halt alle möglichen Leute auf diesem Planeten bzw. auf dem Mond, wo es auch stattfindet, halt diesen Gladiatorenkampf sich reinziehen und Wetten abschließen. Natürlich wetten alle auf dieses Monsterviech. Im Hintergrund sieht man dann, wie Chewbacca mit C-3PO versucht, ihn zu befreien, dort aber direkt an einen dieser Wächter gerät, der Chewbacca unter einen heftigen Stromschock setzt. Auf der anderen Ende sieht man dann auch, wie Leia und Han Solo zusammen mit Han Solos angeblicher Frau auch langsam ihren Weg in das aktuelle Geschehen von Luke Skywalker finden, weil die ja die ganze Zeit ihre Handlungsstrang woanders hingeführt hatte. Und alles führt zusammen so, das ist jetzt so das Finale eigentlich vom ersten Arc, kann man sagen, oder vielleicht ist auch schon vom zweiten Arc. Man sieht nochmal Chewbacca, Han Solo und Leia mit Laserschwertern, fand ich ziemlich cool, dieses Panel. Und ich glaube, Jason Aaron hat das ganze Ding geschrieben. Ja, Jason Aaron hat es geschrieben, er macht weiter einen sehr, sehr guten Job. Es ist ein richtig gutes Heft, bis jetzt mit eins der besten Star Wars Hefte, die ich gelesen habe, auch eine 5 von 5. Cooles Ding, guckt auf jeden Fall rein, die Star Wars Comics lohnen sich. Dann Secret Wars, mein aktuelles Lieblingsevent und ich würde sogar behaupten, das beste Marvel-Event, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich finde es sogar ein ganzes Stückchen besser als Civil War. Hätte nie gedacht, dass ich mal sage, dass ich ein Marvel-Event besser finde als Civil War, aber aktuell gefällt mir tatsächlich Secret Wars besser. Und die Geschehnisse spitzen sich jetzt halt hier zu. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Ich kann nur sagen, dass es für Dr. Doom immer enger wird, dass sich alle möglichen Rebellionen zusammenführen, dass die beiden Richards auch ein ganz Stückchen weiterkommen, was leider nicht aufgegriffen wurde in dieser Story, was das mit Ben Grimm abgeht, wo man erfahren wird, dass er, man hat ja im letzten Heft erfahren, dass er die Mauer, diese Absiedlung zwischen den verschiedenen Battleworld-Arean ist. Fand ich ziemlich cool, die Idee. Und da hatte mich eigentlich gefreut, es mit ihm weiterzusehen. Die Thors haben sich jetzt auch gesplittet in die eine Hälfte, die jetzt nicht mehr glaubt, dass Doc Doom der Gott ist, und die andere Hälfte, die weiter für Doc Doom kämpfen wollen, beziehungsweise für God Doom. Und das Event macht weiterhin richtig Spaß und hat mir richtig gut gefallen. Ich freue mich schon aufs nächste App, das liegt auch schon hier. Und kriegt von mir, ich habe es irgendwie letzten paar Videos mit dem 5 von 5, aber das Secret Wars Time, diesen App, kriegt von mir definitiv eine 5 von 5. Hinten dran ist dann wieder so ein kleiner kurzer One-Shot von diesem Secret Wars Journal, heißt es glaube ich, der in diesen Zukunft des Vergangenheits Battleworld Area spielt. Hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Ich habe es jetzt vor zwei Tagen gelesen und habe auch schon jegliche Erinnerung hier dran verloren. Ich weiß nur, dass davon nicht viel hängen geblieben ist und ich den hinteren Teil nicht so gut fand. Weswegen das Heft von mir insgesamt auch nur eine, ja, durch diesen schlechten Anhang eine 3 von 5 bekommt. Nur das Secret Wars Part eine 5 von 5, aber da die Hälfte des Heftes hier eine schlechte Geschichte ist, für das Gesamtheft nur eine 3 von 5. Was ganz cool war, Panini hat alle möglichen Covers hiervon reingepackt. Also wie immer dieses Figurencover, wo diese Figurenpackungen aus den 80ern gefaked werden. Und noch ein, zwei andere schöne Covers. Ich fand das hier ziemlich cool. Hat zwar nichts mit der Handlung zu tun, aber war ein schönes Cover. Und ich finde es ganz cool, dass Panini hier hingeht und diese ganzen Variant-Covern, die in den USA erschienen sind, mit in die deutschen Hefte reinpackt. So viel zum Thema Secret Wars. Wenn ihr was davon gelesen habt, ballert mir in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat und ob ihr auch die aktuelle Star Wars Hefte so am Abfeiern seid. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal zumindest. Jetzt kommt auf Facebook und Instagram vorbei. Lasst uns einen Daumen nach oben da und ein Abo und dann sehen wir uns. Haut da rein. Are you listening? Damn.